Eine Herzschwäche ist eine sehr häufig auftretende Erkrankung, eine Volkskrankheit. Sie kann verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel die Durchblutungsstörung des Herzens kann zu einer Herzschwäche führen, Herzklappenerkrankungen, angeborene Faktoren oder auch eine durchgemachte Herzmuskelentzündung, eine sogenannte Myokarditis, kann zu Herzschwäche, zur Herzinsuffizienz führen. Wie äußert sich eine Herzschwäche? Meist verspüren diese Patienten eine Luftnotsymptomatik, eine Einschränkung ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. Das Treppensteigen ist eingeschränkt. Der Gang zum Supermarkt wird beschwerlicher. Man denkt oft, dass eine Herzschwäche eine eher gutartige Erkrankung ist. Das ist nicht ganz korrekt. Eine gravierende Herzschwäche hat eine eher schlechte Prognose und führt häufig dazu, dass die Patienten an den Folgen der Herzschwäche versterben. Als Zahlen kann man nennen, dass in Deutschland etwa 40.000 Patienten pro Jahr rein an den Folgen einer Herzschwäche versterben. Ungefähr 500.000 Patienten werden aufgrund einer Herzschwäche pro Jahr in Deutschland unter stationären Bedingungen behandelt. Die Behandlung einer Herzschwäche umfasst die Gabe von Medikamenten, die die Symptome der Herzschwäche abschwächen sollen. Möglicherweise ist es auch notwendig, bei gravierender Herzschwäche einen Defibrillator einzusetzen, ein Gerät, was bösartige Rhythmusstörungen beenden kann, die aufgrund dieser hochgradigen Herzschwäche auftreten. Wenn bestimmte Faktoren im EKG erkennbar sind, ein sogenannter Linksschenkelblock, also eine gestörte Erregungsausbreitung des Herzens, dann kann man auch einen Defibrillator oder einen Schrittmacher mit mehreren Kabeln so im Herzen positionieren, dass das Herz wieder gleichzeitig synchron auf beiden Seiten schlägt. Das ist ein modernes Therapieverfahren, um eine Synchronie des Herzschlages zu erreichen und so die Symptome der Herzschwäche bei geeigneten Patienten optimal zu verbessern. Die Implantation dieser kardialen Resynchronisationsgeräte gehört in das Portfolio unserer Abteilung dazu, genauso wie die Defibrillator- oder Schrittmacherimplantation. Patienten mit einer ganz akut auftretenden Herzschwäche im Rahmen zum Beispiel eines akuten Herzinfarktes können bei uns direkt im Herzkatheterlabor mit einer Pumpe versorgt werden, die die Herzfunktion zumindest für einige Tage ersetzen kann, bis dann ein herzchirurgischer Eingriff geschehen kann oder die Patienten diese akute Phase überstanden haben.